Sieg steht kurz bevor, sagten sie. Verdammte Arsch. Ich glaube, ich habe was gehört. Ich habe eine Mission für dich. Ein Waffen- und Militärdepot in einer Basis aus dem Kalten Krieg, die von den Georgiern kontrolliert wird. Wir brauchen das Material, um den Widerstand... Was ist mit Leonice? Wir müssen ihn uns schnellstmöglich vornehmen. Thomas will unbedingt seinen vermissten Bruder finden. Scheiß auf Thomas. Ich hol mir Leonice. Leonice hat die Basis verlassen und ist verschwunden. Er könnte überall sein. Ich werde ihn finden. Nein, Robert. Ohne meine Erlaubnis wirst du ihn dir nicht vornehmen. Ah, du bist nicht mein Vater. Aber ich kümmere mich um dich, bis es dir wieder besser geht. Ist das klar? Ja, Sir. Gut. Das ist eine Gelegenheit, dich zu beweisen. Zeig mir, dass du bereit bist. Ich fühle mich bereit, Sir. Freut mich zu hören. Hack die Kommunikationsanlage bei der Antenne im Tal, um zu sehen, was uns in der Basis erwartet. Ja, Sir. Ende. Ich sehe die Antenne. Ich bin in Position.
Sicherheitskameras überwacht. Hack dich erst in deren Server. Und wir werden die Position wegposten. Die Alpträume treiben und trinken. Dann denk rein. Das Tor öffnet sich dort. Beschaff dir eine Schlüsselkarte. Ich hätte die Scharfschützenausbildung machen sollen. Drei glücklichen Pisser, die Scharfschützendienst haben, dürfen den ganzen Tag faul rumliegen. Ich wette, die pennen die meiste Zeit, während ich mir hier Blasen laufe. Da drin ist ein Serverraum mit einer Steuerkonsole. Schalt mit ihr das Verteidigungssystem der Basis ab und kappe die Kommunikation. Nicht schon wieder. Fuck. Scheiße.
Scharfschützen ausmachen. Kann jemand ihn sehen? Ich sehe den Abwasserkanal. Ich habe eine Schlüsselkarte. Damit hast du Zugang zum Wachturm.
Ich habe das Verteidigungssystem abgeschaltet. Bin drin. Tor geöffnet. Die Separatisten sind im Anmarsch. Angriff! Angriff! Meine verdammten Füße bringen mich um. Ja.
Ich glaube, ich habe was gehört. Himmel, ich werde paranoide. Wenn ich anfange, mit mir selber zu reden, weiß ich, dass ich irre bin. Verdammt! Wieso helfen Sie uns?